Yes. So we continue our journey in this Also wir setzen unsere Reise fort. The techniques, because it is being seen by many people from different parts of the world. Technik gehört dazu, weil wir das weitergeben an verschiedene Teile dieser Welt. So, now we are going to understand a little more deeper way. Do you like it? Also jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen in einer tieferen Weise verstehen. Möchtet ihr das? Seid ihr dazu bereit? Ja. See, now, as we in the morning, we began with the boy, the baby Jesus. Heute Morgen sind wir angefangen mit dem Jesuskind. And then we came to the passion of Jesus. Und dann sind wir zum Leiden Jesu gekommen. So I already told you, I will show you another cross in the afternoon. Und ich habe euch schon versprochen, dass ich euch am Nachmittag noch ein anderes Kreuz zeigen werde. Now that is this cross, you see. Das ist dieses Kreuz, wie ihr seht. What is the difference? Was ist der Unterschied? Ja. Ja. So, now these are all very important symbols in our faith. Also das alles sind bedeutende Symbole oder Zeichen in unserem Glauben. This is a cross of showing Jesus' passion and death. Also dieses Kreuz zeigt Jesus in seinem Leiden und in seinem Tod. Whereas this is a cross showing the glorious, the glorification of cross. Also während das andere Kreuz mehr die Verherrlichung des Kreuzes zeigt. We have a feast on this cross, that is the glorification of cross. Und wir haben ein Fest, an dem wir wirklich die Verherrlichung des Kreuzes feiern. What is the sign of this glorious aspect of this cross? Also was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Kreuzen? Woran erkennen wir dieses Kreuz der Verherrlichung? Du bist aufblatt. Shining. Du bist aufblatt. One is shining, another is you see the ends of this cross. This is different. Das eine ist, dass das Kreuz mehr leuchtet, und das andere ist, wenn ihr euch mal die Kreuzbalken am Ende anschaut, da sind so Verzierungen wie eine Blume. This shows a new life. Das ist schon etwas, ein neues Leben, yeah. Etwas, was dort aufblüht. Yes. Cross is not the end. Das sagt uns, das Kreuz ist nicht das Ende. It is a beginning of the new life. Das Kreuz ist der Anfang eines neuen Lebens. But in this cross, see, the outer side is glorious, but inside there is a wooden piece. Also, wenn ihr dieses Kreuz genau anschaut, dann seht ihr, außen ist es hell, also Metall, aber in der Mitte ist Holz, dunkles Holz. Yeah. So, we have to recognize these two aspects, the passion and resurrection. Also, diese beiden Aspekte, die müssen wir immer im Auge behalten, das Leiden und die Auferstehung. Yeah. It is like two sides of a same coin. Also das ist so wie die beiden Seiten einer selben Münze. You cannot have a coin with only one side. Also eine Münze kannst du nicht haben nur mit einer Seite. So also when we celebrate, when we think about the baptism and the Eucharist, in these two sides are there, the passion and resurrection. Und wenn wir zum Beispiel an die Taufe oder an die Eucharistie denken, dort sind auch beide Seiten vorhanden. Das Leiden, der Tod und die Auferstehung. So I already explained, in the Eucharist,
When we celebrate the Eucharist, when the priest is lifting up the bread and wine and that is changed to body and blood, we must recognize simultaneously that is not only the Last Supper, that is the Passion, Death and Resurrection. Und ich habe das vorhin schon mal gesagt, wenn wir die Eucharistie feiern, wenn Leib und Blut verwandelt werden, dann ist es nicht nur eine Erinnerung an das letzte Abendmahl, sondern es ist ein Ereignis, Sterben und Auferstehen Jesu, was sich jetzt ereignet. Thank you. Now I change this, but you should remember these two aspects of the cross. Also ich stelle es jetzt an die Seite, aber ihr sollt diese beiden Bilder des Kreuzes im Gedächtnis behalten. Pope Benedict had explained several times this aspect of the cross, so he recommended to have a cross on the altar of the height of the priest to be in front of the on the altar. Also Papst Benedikt hat oft darüber gesprochen und er hat eigentlich sich gewünscht, dass der Priester so ein aufrechtes Kreuz auf dem Altar stehen hat während der Heiligen Messe. Because in earlier time, even in the Latin Mass, we were turning adorandum, that is towards the cross, towards the Lord. Also in früheren Zeiten war es ja so, dass auch die lateinische Messe immer nach Osten gefeiert wurde, also wo der Priester sich dem Kreuz zuwendete. People have a misunderstanding that in Vatican Council that is changed. It is not changed in the Vatican Council. Und viele Menschen haben das falsch verstanden, dass das im Zweiten Vatikanischen Konzil geändert wurde, aber das ist nicht geändert worden. Yeah. In the Vatican Council, only one suggestion said the altar can be a little bit away from the wall so that the priest can go around the altar for incensing. Also was beim Zweiten Vatikanischen Konzil vorgeschlagen wurde, war lediglich, dass der Altar ein bisschen von der Wand weggenommen werden kann, damit der Priester, wenn er zum Beispiel den Altar inzensiert, sehr einfach um den Altar herumgehen kann. Never there was a teaching that you can turn to the people and celebrate. That was not in the Second Vatican Council. Und es war nicht eine Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass der Priester zum Volk zugewendet feiern sollte. But somehow everybody misunderstood this idea and started doing this. Then. Aber in irgendeiner Weise ist das missverstanden worden und es hat so begonnen und so ist es dann halt. So then Pope Benedict suggested, slowly we have to change it. Und Papst Benedikt war derjenige, der vorgeschlagen hat, dass man das vielleicht nach und nach wieder ändern sollte. The Eucharist is to be offered looking at the Passion, Death and Resurrection of Christ. Der Priester sollte die Eucharistie so feiern, dass er den leidenden und auferstandenen Christus vor Augen hat. So he recommended for the time being, instead of turning towards the cross, we bring a cross on the altar. Und deswegen hat Papst Benedikt gesagt, solange wir uns noch nicht wieder dem Kreuz zuwenden, dass der Priester mit dem Rücken zum Volk und zum Kreuz hingewandt steht, sollte wenigstens ein Kreuz auf dem Altar sein. Last Sunday, when the last Sunday, when the Holy Father's Holy Mass on making the 14 saints, I was watching in the Holy Mass in the Vatican. Letzten Sonntag, als der Heilige Vater 14 Personen heilig gesprochen ist, habe ich das live im Vatikan mit angeschaut. Yeah. Then I have taken snapshots about it. See here. There is a und ich habe so kleine Fotos davon gemacht, so kleine Schnappschüsse und da seht ihr das auch, dass auf dem Altar ein Kreuz aufgerichtet ist. Of the height, more than the height of the priest. Und das Kreuz ist sogar größer als, also höher als der Priester. And in our Sunday Holy Mass, the procession
What is in the front in the procession? The crucifix. Und wenn wir sonntags mit dem Priester eine Prozession machen oder wenn ein feierlicher Einzug ist in die Heilige Messe, was geht dem Ganzen voran? Das Kreuz, ein Ministrant, der mit dem Kreuz vorangeht. That is planted at the altar. Und dieses Kreuz wird dann direkt vor dem oder neben dem Altar aufgestellt. So the whole celebration focus is the cross, also the passion, death and resurrection. Also die ganze Eucharistiefeier ist ausgerichtet auf Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi. And Pope Benedict mentioned about this in his book Jesus of Nazareth. Und auch in seinem Buch Jesus von Nazareth hat Papst Benedikt darüber geschrieben. Yeah. So, when we celebrate the Holy Mass, particularly when we think about this healing or our transformation of our life, also wenn wir jetzt die Messe feiern und wenn wir in besonderer Weise an diesen Heilungsgedanken haben oder an diese Umwandlung, dann sollten wir diesen Aspekt des Leidens, Sterbens, Auferstehens Jesu im Blick haben. Now I again take a little more in detail about what means the incarnation, little more. Jetzt möchte ich noch ein bisschen tiefer einsteigen in das, was wirklich Menschwerdung heißt. Because now in another 1 month we are going to be in the Advent time. Weil nur noch ein Monat und dann beginnt ja schon die Adventszeit. Yeah. So, this is again Catechism. Sorry. Und dazu nehmen wir noch einmal den Katechismus. Yeah. 526. Die Nummer 526. Here it is mentioned. The last sentence, I only read 2 sentences, not the whole paragraph. Da lesen wir einfach nur die letzten 2 Sätze, nicht den ganzen Paragraphen. But it's very important. Aber das ist sehr wichtig. Only when Christ is formed in us, will the mystery of Christmas is fulfilled in us. Das Weihnachtsgeheimnis vollzieht sich in uns, wenn Christus in uns Gestalt annimmt. Then, dann kommt's. This is very important. Wichtig. Christmas is the mystery of this marvelous exchange. Weihnachten ist das Mysterium des wundersamen Tausches. Tausch. Wundersamer Tausch. What is the meaning of Tausch? Tausch. Was bedeutet exchange? Das? Tausch. Can you believe that God became man? Könnt ihr glauben, dass Gott wirklich Mensch geworden ist? He exchanged his life with our life. Dass er sein Leben mit unserem Leben getauscht hat? That is why all these things is beyond our human understanding. That's why we have to depend on the teaching of the church. Und deswegen sehen wir, dass es alles unser menschliches Fassungsvermögen übersteigt und dass wir uns auf die Lehre der Kirche stützen müssen. This word, this same word is used on the Easter, on the Christmas night, on the preface of the Christmas night. Und dieselbe Wort von diesem wunderbaren Tausch wird auch wiederum in der Präfation des Weihnachtsfestes gebraucht. You must recognize all the prefaces. Ihr solltet die Präfation in der Heiligen Messe, ihr solltet sie aufmerksam wahrnehmen. O Lord, through your holy exchange, you have made us united with your divine nature and taken our human nature. Herr, durch diesen wunderbaren Tausch hast du deine göttliche Natur, unsere Natur gleich gemacht und uns vergöttlicht. And almost the same thing is written further. Oh, marvelous exchange! Man's creator has become man. Und so ähnlich steht es dann auch hier. Da heißt es: O wunderbarer Tausch, der den Menschen erschuf, nimmt menschliches Leben an. Born of the Virgin. Und wird aus der Jungfrau geboren. We have been made sharers in the divinity of Christ, who humbled himself to share our humanity. Von keinem Menschen gezeugt, kommt er in die Welt und schenkt uns sein göttliches Leben. Yeah. So, it's a little different. Eh? Mm-hmm.
This is always a German translation is little different. Die Übersetzung ist nicht ganz genau, wie er es gesagt hat. Manchmal weicht die deutsche Übersetzung ein bisschen ab. You can see many truth is not written exactly like that in German translation. Ja, wir können sehen, es ist nicht immer ganz eindeutig ins Deutsche übersetzt. Therefore you have to read two, three languages to understand the right thing. Deswegen ist ganz gut, wenn ihr es in drei, vier verschiedenen Sprachen liest, damit ihr dann den wirklichen Sinn erfasst. No wonder, as Ratzinger, Joseph Ratzinger, his hobby, when he was a boy, you know what was his hobby? Also wisst ihr, was das Hobby von Joseph Ratzinger gewesen ist, als er noch ein kleiner Junge war? His hobby was to translate the words from German to Greek and Latin. Sein Hobby war, die Wörter vom Deutschen ins Lateinische und ins Griechische zu übersetzen. How the Holy Spirit has guided him right when he was a boy. Wie hat der Heilige Geist ihn geführt, schon als er ein kleiner Junge war? Ja. He is also German. Und er ist auch ein Deutscher. Vergesst das nicht. And I always think about when we think about the catechism. These two persons, Cardinal Ratzinger and Pope John Paul II. Also und an diese beiden Personen denke ich immer, wenn ich den Katechismus zur Hand nehme, an Johannes Paul II. Und an Kardinal Josef Ratzinger. These two people more than 25 years were our pillar of faith in the Holy Catholic Church. Diese beiden Personen waren über 25 Jahre unsere Säulen des Glaubens in der katholischen Kirche. And as a priest, Joseph Ratzinger was falling in love with the teaching of Saint Augustine. Und als Priester hat sich Joseph Ratzinger in die Schriften von dem heiligen Augustinus verliebt. All the works of Saint Augustine. In alle Werke des heiligen Augustinus. He did a doctorate and authority in Saint Augustine's love for the church. Er hat sein Doktorat über die Liebe des heiligen Augustinus zur Kirche geschrieben. That is what made a difference to this German. Das ist, was ihn zum als unterscheidet von vielen anderen Deutschen. While I said this German, there was another German who was a monk in St. Augustine's monastery. Und dann gab es noch einen anderen Deutschen, der Mönch war in dem Kloster vom heiligen Augustinus. But he never understood the love for the church of St. Augustine. Er hat niemals die Liebe des heiligen Augustinus zur Kirche verstanden. Who is that? Wer war das? Martin Luther. Martin Luther. Das war Martin Luther. He was also a German. Er war auch ein Deutscher. And he also learned St. Augustine. Er hat auch den heiligen Augustinus gelernt. He was a member of the cloister of St. Augustine. Er war ein Mitglied dieses Klosters des heiligen Augustinus. So it is not enough. We learn the teachings, we have to understand in the viewpoint of the church. What is the mind of the church? Aber es reicht eben auch nicht einfach, diese Lehren zu lernen, sondern wir müssen verstehen, was das im Sinn der Kirche bedeutet. I can say, I live for Christ. Also I say, I live for the church. Ich kann sagen, dass ich für Christus lebe, aber genauso kann ich sagen, dass ich für die Kirche lebe. It is same. Das ist das Gleiche. Because church and Christ, there is no difference. Weil zwischen der Kirche und zwischen Christus gibt es keinen Unterschied. Yeah. Okay, that is a little too much. So I wanted to read from the Eucharist how when we add one drop of water, what is the prayer we make? Also das führt jetzt ein bisschen weit. Ich wollte eigentlich mit euch zu dem Punkt kommen, wenn wir in der heiligen Eucharistiefeier den Tropfen Wasser in das Wein, in den Wein tun, was wir da beten. This is again the exchange. Das ist wirklich wieder ein Tausch. By the mystery of the water and wine, Mary can share in the divinity of Christ, who humbled himself to share in our humanity.
in dem Geheimnis der Vermengung von Wasser und Wein mögen wir teilhaftig werden der göttlichen Natur Christi, der sich selbst erniedrigt hatte und Anteil an unserer Menschennatur genommen hat. So this we must believe. Und das sollen wir glauben. Exchange. Dieser Tausch. So in this Christmas, okay, every day we have to remember this. Jeden Tag können wir uns daran erinnern. So that is final part on the little Jesus. Also das ist das der Abschluss über den kleinen Jesus. He became man. Er ist Mensch geworden. By making an exchange. Indem er diesen Tausch vollzogen hat. He gave his divinity to us and took our fallen humanity. Er hat uns seine Göttlichkeit gegeben, uns Anteil an seinem göttlichen Leben gegeben und er hat unsere gefallene menschliche Natur auf sich genommen. Now you operate into your reality. Und jetzt übertragt das in eure Wirklichkeit. Maybe in your family tree, there was such a big series. Vielleicht gibt es in euren Vorfahren so wirkliche starke, schlechte Menschensünder. Is that is taken by Jesus? Hat Jesus das auf sich genommen? Is it exchanged by Jesus? Hat er das auch getauscht? Yes. So somebody told me, Thomas, I agree all this theory, but I cannot believe such terrible sickness in my family, the murderer and psychological sickness, all this is Jesus is already taken over. I cannot accept it. Und einmal sagte jemand zu mir, du Thomas, theoretisch verstehe ich das alles, aber wenn ich wirklich in mein Familienleben schaue und da diese Mörder und diese furchtbaren Dinge sehe, dann kann ich das nicht nachvollziehen, dass da wirklich dieser Umtausch stattgefunden hat, dass Jesus es wirklich auf sich genommen hat. Then I said, do you know what happened in Jesus' own family tree? There were big sinners. Und dann habe ich ihn gefragt und habe gesagt, weißt du, was in dem Stammbaum Jesu selber gewesen ist? Da gab es auch wirkliche Sünder. Really? Wirklich? Yeah. Now that is what we are going to understand now. Und das wollen wir jetzt ein bisschen tiefer verstehen. Then we will have much more realization. Oh, if this can happen in Jesus' own family, then what about our family? Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr ein Empfinden dafür, wenn das schon in Jesus seinem eigenen Stammbaum geschehen konnte, dann kann es ja vielleicht auch bei uns möglich sein. Let me ask you, how many of you read the Matthew's Gospel chapter 1 completely with every word, with understanding that someone is... Lass mich euch fragen, wer von euch hat wirklich das Matthäus-Evangelium Satz für Satz, das erste Kapitel mit Verständnis gelesen? Generally people say, oh, what is that? That is simply some names of all the people. So I just a little bit read, then I just put on to the second chapter. Normalerweise ist es so, dass wir das erste Kapitel anfangen und sagen, ach, da sind so viele Namen und dann wird einfach nur Namen aufgezählt. Wir können einfach ins zweite Kapitel übergehen. Stimmt's? Abraham became the father of Isaac. Isaac the father of Jacob. Jacob the father of Judah and his brothers. Ja, Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern und so weiter. I know it is little embarrassing if I ask anybody to raise the hand. So don't raise the hand, but just have the question in your heart. Also meldet euch nicht, ob ihr es schon gelesen habt, aber stellt euch in eurem Inneren einfach diese Frage. And you try to learn this. Und versucht es wirklich zu lernen. This is a very important aspect which will help us to understand the healing of the family tree. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der uns verstehen hilft, was es heißt, die Heilung unseres Stammbaums. I only speak about the very bad people in this
family tree, otherwise it will be too long. Also ich werde nur die ganz schlimmen Fälle aus diesem Stammbaum herausnehmen, sonst dauert es wirklich zu lange. It is to understand how Jesus already sanctified his own family tree first. Es ist, damit wir verstehen, wie Jesus zuerst seinen eigenen Familienstammbaum geheiligt hat. When we learn this, we must recognize there are two gospels giving the family tree of Jesus. Aber zunächst müssen wir einmal wissen, dass es zwei Evangelien gibt, die den Stammbaum Jesu niederschreiben. And difference is also very interesting. Und auch da gibt es Unterschiede und die sind sehr interessant. Matthew's Gospel, the family tree of Jesus is explained before the birth of Jesus. Bei Matthäus Evangelium steht der Stammbaum Jesu vor der Geburt Jesu. Yeah. And it begins from only from Abraham. Und es beginnt mit Abraham und dann nach oben laufend. Now there is another family tree according to the Luke's Gospel. Und dann gibt es einen weiteren Familienstammbaum im Lukas-Evangelium. That is explained after the baptism of Jesus. Und der in Lukas wird ja erwähnt nach der Taufe Jesu. And beginning from Jesus, right going up to Adam. Und der Stammbaum im Lukas-Evangelium beginnt bei Jesus und geht rückwärts bis zu Adam. To make you a little more happy, I want to say. Um euch ein bisschen glücklicher zu machen, möchte ich euch dazu sagen, that in that Luke's explanation of the family tree, no sinner's name is there. In Lukas Evangelium sind die ganzen Sünder ausgelassen. Are you happy? Seid ihr darüber glücklich? Yeah. Not even the name of Solomon is there. Nicht einmal Salomo wird da erwähnt. So that is a family tree according to the priestly call of Jesus. Also der Familienstammbaum bei Lukas ist entsprechend der priesterlichen Berufung. After his baptism, through his baptism, he already transformed his own family tree right up to Adam. Und der Stammbaum steht nach der Taufe und durch die Taufe hat Jesus seinen eigenen Stammbaum bis nach Adam hinauf schon gereinigt. So, are you happy? Also, da seid ihr schon mal glücklich. Now I am going to give you something not happy news, something not happy. Jetzt werde ich euch die nicht so schönen Nachrichten geben. That is, you will be astonished. Certain bad things happen in the family tree of Jesus according to Matthew. Ihr werdet erstaunt sein, wenn ihr diese nicht schönen Dinge im Familienstammbaum von Matthäus hört. Now, let us read. Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Also da heißt es, Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob. Jakob von Judah und seinen Brüdern. Judah became the father of Perez and Sarah, whose mother was Tamar. Judah war der Vater von Perez und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Yeah. Now from here the problem begins. Also hier fängt das Problem an. Normally in a family tree, no mention of the name of a woman is not needed. Normalerweise ist es so, dass es im Familienstammbaum nicht notwendig ist, den Namen einer Frau zu erwähnen. So in the Luke's family tree there is no name of the woman. Beim Lukas finden wir im Stammbaum keinen Namen irgendeiner Frau. Tamar name is not there. Der Name von Tamar taucht dort nicht auf. But why it is here? Aber warum ist es hier beim Matthäus? So now it is a little lange Geschichte. Das ist eine sehr lange Geschichte. Am I right? Ja. Yes. It's a long story. Eine lange Geschichte. But it looks, it is very important we know this. Aber es ist schon wichtig, dass wir das wissen.
Now, Judah became the father of Perez and Sarah, whose mother was Tamar. Also noch einmal, Judah war der Vater von Perez und Serach. Ihre Mutter war Tamar. So normally we may think Tamar may be the wife of Judah. Normalerweise würden wir dann denken, dann war doch Tamar die Frau von Judah. No, she was not the mother, wife of Judah. Nein, sie war nicht die Frau des Judah. Tamar was the daughter-in-law of Judah. Tamar war die Schwiegertochter des Judah. So the story to understand is, according to Jewish custom, if a man died without a child, his wife should marry his younger brother to create child for the deceased man. Also entsprechend der jüdischen Kaste war das so, wenn ein wenn ein Mann starb, ohne dass er ein Kind geboren hatte, his widowed wife should marry his brother, dann sollte die hinterbliebene Witwe den jüngeren Bruder heiraten. To produce child for his dead brother. Um Kinder zu bekommen für den verstorbenen Bruder. This was their law. Das war ein Gesetz, was es zu der Zeit gab. So Judah got Tamar married to his second son. Also Judah hatte Tamar mit seinem zweiten Sohn verheiratet. But he did not agree with this. He will have a child, but that will not be his child. That will be a child of his younger brother who died. Also, und da war er aber nicht mit einverstanden, weil wenn er ein Kind von Tamar bekam, war es nicht sein Kind, sondern das Kind seines älteren Bruders, der gestorben war. So he did a very bad thing. Und deswegen tat er etwas Schlechtes. According to the law of Jewish, it should be like that, but he did not agree to that. Also entsprechend dem jüdischen Gesetz sollte das so sein, aber er war da nicht mit einverstanden. So whenever they had sexual intercourse, he did not allow the sperm to enter into her womb. He withdrew it and threw out the sperm outside. Also immer wenn sie zusammenkamen, hatte es nicht zugelassen, dass sein Same sich mit der Eizelle der Frau vermengte, und er hat es irgendwie anders geregelt. It is all written in Genesis. Das alles können wir wirklich nachlesen im Buch Genesis. So God was very angry. Gott war darüber sehr ärgerlich. Towards him. Ihm gegenüber. So he died. Und deswegen starb er. So again Tamar became a widow. Also war Tamar wiederum eine Witwe. Now Judah should get Tamar married to the next son, but he is not yet of the marriageable age. Also jetzt sollte Judah Tamar mit seinem nächsten Sohn verheiraten, aber er war noch nicht im heiratsfähigen Alter. Hello, welcome. Yeah. Yes. So we were talking about the family tree of Jesus Christ. Also wir sind beim Stammbaum Jesu Christi. Yeah. So it's a very important point in that Judah became the father of Perez and Sarah, whose mother was Tamar. Tamar was the daughter-in-law of Judah. Also Judah war der Vater von Perez und Serach. Ihre Mutter war Tamar, und Tamar war die Schwiegertochter von Judah. So Judah's first son died. Also, so he married Tamar to a second son. He also died. Judas erster Sohn starb, er gab seinen zweiten Sohn Tamar, aber auch der zweite Sohn starb. And now the third son is very young, cannot be married. Und der dritte Sohn, den Tamar jetzt bekommen sollte, ist noch zu jung, er konnte noch nicht heiraten. So Judah sent her back to her own home. Also hat Judah die Tamar nach Hause geschickt. That was very insulting for Tamar. Das war für Tamar sehr erniedrigend. Yeah. And she was so much interested to have a child. Und sie hatte doch dieses große Verlangen, ein Kind zu gebären.
And you know what she did? Wisst ihr, was sie getan hat? She knew that Judah is going on the way for shearing the sheep. Und sie wusste, dass Judah eine bestimmte Wegstrecke gehen würde, um die Schafe zu scheren. So she disguised like a prostitute on the road in order to have a relation with Judah and to have a child. Und dann verkleidete sie sich als Prostituierte und saß dort am Straßenrand und wollte, dass Judah zu ihr kam, damit sie mit ihm ein Kind hatte. This is in the family tree of Jesus. Und das findet im Lebensstammbaum Jesu Christi statt. And so, her trick worked. Und ihr Trick hat funktioniert. Judah and his people were going, and he saw a woman on the road disguised like a prostitute. He stopped his van and went to her. Judah ging diesen Weg entlang und er sah diese Prostituierte dort am Straßenrand und er ging zu ihr und sie gingen zusammen in den Wagen. So she said, yes, I will agree, but what will you give me? Sie sagte, ja, ich bin einverstanden, mit dir zusammen zu sein, aber was wirst du mir dafür geben? Oh, I have at the moment nothing. Tomorrow I will send a lamb for you. Und er sagte, oh, im Moment habe ich nichts, aber morgen werde ich dir ein Lamm schicken. No, no, I will send it now. Aber sie sagte, nein, ich muss jetzt was haben. Okay, then Judah gave his ring and the staff to her and said, when I tomorrow send the lamb, you should exchange it. Und dann sagte Judah, okay, dann gebe ich dir jetzt meinen Ring und meinen Stab, aber morgen, wenn ich dir das Lamm bringe, dann tauschen wir das wieder. And they slept. Und dann machten sie es so und sie schliefen zusammen. In the next day he sent the lamb, but the persons found no prostitute in that area. And the local people said, we have no prostitute in this country. Am nächsten Tag wollte er das Lamm schicken, aber es saß dort keine Prostituierte mehr am Straßenrand. Und wenn er sich erkundigte, sagten alle, nein, hier bei uns in der Gegend gibt es keine Prostituierte. After a few months, Judah heard his widowed daughter-in-law is pregnant. Und nach ein paar Monaten hörte Judah, dass seine Schwiegertochter schwanger war. The widowed Sigurd. Seine verwitwete Schwiegertochter. So he got angry. Da wurde er wütend. So according to the law, such people must be killed. Und entsprechend dem Gesetz mussten solche Leute getötet werden. So he sent the people to kill her. Also schickte er Leute hin, um sie zu töten. Now he said, wait a minute, he took that ring and the staff and shown to them, said, you go and show this to your master, Judah. Und dann sagte Tamar, warte einen Augenblick, nehmt diesen Ring und diesen Stab und zeigt sie eurem Meister Judah, eurem Herrn Judah. And then Judah saw this, he recognized the what happened in that night. Und als Judah den Ring und den Stab sah, da wurde ihm klar, was in dieser einen Nacht geschehen war. Then he recognized that Tamar is pregnant with his child and he brought her to his home. Also er erkannte, dass Tamar von ihm schwanger war und er holte sie in sein Haus. So this is the family tree of Jesus. Das sehen wir im Lebensstammbaum, im Stammbaum Jesu. But all this is sanctified through Jesus. Aber das ist alles geheiligt durch Jesus. So there was Peres and Serah. Also das waren Peres und Serah. And Peres became the father of Hezron. Hezron the father of Ram. Ram the father of Aminadab. Aminadab became the father of Nahshon. Und dann geht es weiter. Peres war der Vater von Hezron, Hezron von Aram, Aram von Aminadab, Aminadab von Nahshon. Nahshon, the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab.
Dann Nashon war der Vater von Salmon, Salmon war der Vater von Boas, dessen Mutter war Rahab. So another woman in the family tree. Also da haben wir wieder eine Frau im Familienstamm. Rahab was a prostitute. Rahab war auch eine Prostituierte. But she helped the Israelites in the in Jericho to win over Jericho. Therefore, Rahab was blessed. War Rahab half den Israeliten? Jericho in the okay, we can say the war of Jericho to capture Jericho. Joshua's people was helped by Rahab. Also Rahab half den Leuten Joshuas beim Krieg gegen Jericho und deswegen wurde sie besonders bevorzugt und ausgezeichnet. So you see, but she was a prostitute. Aber trotzdem war sie eine Prostituierte. Her name is not in Lucas genealogy. Also im Stammbaum von Lukas taucht sie wiederum nicht auf. So, now comes another turning point in Jesus's family tree. Jetzt kommt ein nächster Wendepunkt im Lebensstammbaum Jesu. Boaz, whose mother was Rahab, and Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Also Boaz, dessen Mutter die Rahab war, war der Vater von Obed, dessen Mutter war Ruth. Now, Boaz, Obed, whatever it is, they are traditional Jewish people. Boaz und Obed und wer immer auch, das waren traditionelle jüdische Menschen. Whereas Ruth was a Gentile woman. Aber Ruth war eine Heidin. It was completely forbidden to a Jew to marry such a lower caste woman. Also es war einem Juden nicht gestattet, solch eine Heidin, die in einer niederen Kaste war, zu heiraten. Yeah. So, but it is the plan of God. Aber alles das gehört zum Plan Gottes. What is the plan of God in this? Was ist der Plan Gottes darin? That is the church. Das ist die Kirche. Church is not only made by the Jewish Christians, but the Gentiles. Also das zeigt uns, dass die Kirche nicht nur für die jüdische Bevölkerung da ist, sondern für die Heiden, für alle. Are you a Jew? Seid ihr Juden? Is there any of you with a Jewish family background? Irgendjemand von euch hat einen jüdischen Familienhintergrund? Anybody? Wisst ihr jemand? Ja. So, we are all Christians, even though we were Gentiles. Also, wir alle sind Christen geworden, obwohl wir Heiden waren, unsere Vorfahren Heiden waren. This was already foretold in the family tree of Jesus by making Ruth in the family of Jesus. Und das wurde schon im Lebensstammbaum Jesu vorgezeichnet, indem Ruth die Frau von Boas wurde. And now comes further. Jetzt geht's weiter. Obed, the son of Ruth and Boaz became the father of Jesse. Obed war der Vater von Isai. And Jesse the father of David the king. Und Isai der Vater des Königs David. So you must not think that David and his family has any kingly monarchy. Also wir dürfen nicht denken, dass David und seine Familie irgendwie aus einer königlichen Monarchie kamen. Which kingly family he had. Was hatte er für eine königliche Familie? So his kingdom is not because of a worldly kingship. Also sein Königtum ist nicht irgendwie ein weltliches Königtum. Ja. His grandmother was Ruth. Also die Großmutter von David war Ruth. A pagan woman. Eine Heidin. So the kingly anointing comes directly from God and through Jesus Christ. Also dieses Königtum Davids kam direkt von Gott durch Jesus Christus. Now, in spite of David being such an anointed king, obwohl David so ein gesalbter König ist,
What happened to him? Was ist mit ihm geschehen? In the family tree of Jesus. Und das alles im Familienstammbaum Jesu. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Uriah war. Now we may think, oh, in my family tree there was lot of murder, lot of bad things happen. And look at here. Dann denkt mal an euren Familienstammbaum und ihr sagt vielleicht, oh, da gibt es wirklich Mord und alles mögliche, aber schaut mal hier rein, was ist hier geschehen? David, in spite of such an anointed king, he felt he sinned with the wife of Uriah and killed Uriah. Und David, dieser gesalbte König, er hat sich in die Frau des Uriah verliebt und hat deswegen dann den Uriah umgebracht. And from that woman came the next king. Und von dieser Frau, aus dieser Frau ging der nächste König hervor. God is our God. Was für ein Gott haben wir da? Solomon. Okay. Now I think this is enough. Ich denke, das soll genügen. But now there is another track begins. Another track. Aber ein neuer Abschnitt beginnt. David was a very trustworthy king. Also der David war wirklich ein vertrauenswürdiger König. But Solomon, in spite of so much wisdom he had. Aber Salomon, obwohl er so viel Weisheit hatte, but his problem was another. Hatte er ein anderes Problem? He had 700 wives and 300 assisted wives. Er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Yeah. This is in the family tree of Jesus. Das ist im Lebensstammbaum Jesu. Children should not hear it. Okay, okay, okay. Die Kinder sollten das nicht hören, okay? You know, my father pasted these pages of the Bible with thumb. Mein Vater hat diese Seiten in der Heiligen Schrift zusammengeklebt. So that children should not read it. Dass wir Kinder das nicht lesen konnten. But I got more. Eagerness, why is he done that though? Ja, mein Eifer, warum mein Vater das zusammengeklebt hat, war der David noch größer. So I opened it and read it and again pasted it back. Also ich hab's irgendwie aufgemacht und hab's gelesen und dann hab ich's wieder zugeklebt. But at that time I did not understand the relevance of that. Aber zu der Zeit habe ich die Relevanz dessen, was ich da gelesen habe, nicht verstanden. I understood the relevance of this when we learned Katina Auea, the Bible commentary of the fathers of the church. Ich habe es erst verstanden, als ich die Katina Aurea, also die Kommentare der Kirchenlehrer über die Heilige Schrift gelesen habe. It took many months to complete this this part of the genealogy. Many months. Und es hat wirklich Monate gebraucht, bis ich das durchstudiert habe, diesen ganzen Stammbaum. Because every person has done lot of sin, but they are in the family tree of Jesus, and Jesus made it all right. Und weil jede Person in diesem Familienstammbaum hat wirklich sündhaftes Leben geführt und schlechte Dinge getan, jeder Einzelne, das musste man studieren, und Jesus hat trotzdem alles wieder in Ordnung gebracht. That's the point. Das ist der Punkt. So we should not end it by reading the first part, we should go right up to the last. Also wir sollten nicht bei diesem ersten Abschnitt hier stehen bleiben, sondern wir sollten zum Ende durchgehen. So here begins another journey of the kings, completely disobedient to God and idol worshippers. Also es beginnt da eine ganze Reihe von Königen, die Gott ungehorsam waren und Götzen angebetet haben. So the result was, the king of Babylon attacked Jerusalem and destroyed the kingdom of Jerusalem, destroyed everything and brought them back to slavery, a slavery terrible than the slavery of Egypt.
Also dann war es so, dass Nebukadnezar, der König von Babylon, Jerusalem überfallen hat und sie alle gefangen genommen hat und sie in eine Sklaverei, die noch schlimmer war als die in Ägypten, gebracht hat. So, up to David, genealogy up to David, then David to Babylonian exile, another, then Babylonian exile to Jesus. So, genealogy has three parts. Also so hat dieser Stammbaum Jesu drei Teile. Der erste ist von Abraham bis David, der zweite ist von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und der dritte ist von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Jesus. So when the Israelites says, now we are dead, we are lost, we cannot be saved. Also als die Israeliten in der Gefangenschaft waren, so haben sie gesagt, jetzt sind wir verloren, jetzt sind wir tot, jetzt kann uns niemand mehr retten. At that time God says, no, I will not allow that you be lost. Aber in diesem Zeitpunkt sagte Gott, nein, ich werde es nicht zulassen, dass ihr verloren geht. That begins a new era. Und dadurch beginnt eine neue Ära. Jeremia 29:11. Das lesen wir in Jeremia 29:11. Jeremia 29:11 says, I have a plan for you that is not for your destruction, but for your restoration. Da heißt es, ich habe Pläne des Heils für euch. Sie sind zu eurem Heil und nicht zu eurem Versagen. Jeremia 29:11. Das steht in Jeremia 29:11. So that must be understood as a plan of a universal restoration. Das müssen wir verstehen als einen Plan der universellen Wiederherstellung. 29:11. I know well the plan I have in mind for you, says the Lord. Plan for your welfare, not for your woe. Ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn. Pläne des Heils und nicht des Unheils. This, all of us should hold on to this. Daran sollten wir uns alle festhalten. God will not allow such a destruction in spite of visibly he will see terrible destruction. Also Gott wird dieses Unheil für einen jeden von uns nicht zulassen, auch wenn es sichtbar so aussieht. Yeah. They visibly they see they are slaves in Babylon, they have no power, they have no army, they have no weapon. How can they come back to Jerusalem? Sichtbar ist es so, dass sie da in der Sklaverei so schwach sind, sie haben kein Heer, sie haben keine Waffen, keine Ausrüstung, gar nichts. Wie sollen sie zurück nach Jerusalem kommen? So it is in this situation God's word says, not through might or weapons, through my spirit, I will bring you back. Und das ist in dieser Situation, wo Gott sagt, nicht durch Waffen und Rüstung, sondern durch meinen Geist werde ich euch zurückbringen. So that is where we have to believe. What the power of the spirit. Da ist es, wo wir wirklich an die Kraft des Geistes glauben müssen. It is so powerful in the New Testament, but it was also powerful in the Old Testament. Dieser Geist Gottes war so, ist so kraftvoll im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament war er kraftvoll. Und in diesem Zusammenhang, da schickte Gott die Propheten. God sent Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Hosea. Gott sandte Jeremia, Jesaja, Ezechiel, Hosea. God sent Hosea to marry a prostitute. Why? Und Gott sagte zum Hosea, er sollte eine Prostituierte heiraten. Warum? God wants to show Israelites, even if you are unfaithful like a prostitute, I will marry you. You are my people. Gott wollte dadurch den Israeliten zeigen, selbst wenn ihr untreu seid wie eine Prostituierte, dann stehe ich zu euch. I love you. Und ich liebe euch. Can you believe this? Können wir das glauben? So for that God made a prophet to marry a prostitute to show a sign to the Israelites. Um das den Israeliten als Zeichen zu zeigen, forderte Gott den Hosea auf, eine Prostituierte zu heiraten. Now I think
you, somebody has a feeling, oh, I must read the books of the prophet again. Ich glaube, einige von euch haben jetzt den Eindruck, dass sie die Bücher der Propheten noch einmal lesen sollten. Yeah, good idea. So gute Idee. Read it. Lest es. In this aspect. Unter diesem Aspekt. And so all other prophets you could see. Ezekiel, God said to Ezekiel, go into the valley of the bones. Und auch bei den anderen Propheten war es so, zum Beispiel bei Ezekiel, da sagt Gott, geh in dieses Tal und predige diesem Totengebein, diesem Totenknochen. What do you see there? Was siehst du dort? I see bones, a valley of bones. Und dann sagt Ezekiel, ich sehe dort nur Knochen, tote Knochen. You prophesy to the bones. Und du sollst zu diesen Knochen prophezeien. Okay, and Ezekiel prophesied to the bones. Und Ezekiel prophezeit zu diesen Knochen. Bitte, krr, sound, all the bones came up. Und so mit einem komischen Geräusch richteten sich die ganzen Knochen auf und verbanden sich miteinander. Then God said to Ezekiel, prophecy to the flesh to come upon the flesh of the bones. Und jetzt sollst du dem Fleisch prophezeien, sagte Gott zu Ezekiel. Das Fleisch soll sich über die Knochen ziehen. And the flesh came upon the bones. Und das Fleisch überzog die Knochen. Prophecy to the spirit of life to come upon this. Und jetzt sollst du dem Geist prophezeien, dass er diese Knochen und dieses Fleisch belebt. And it came. Und der Geist kam. Now God asked Ezekiel, now what do you see? Und jetzt fragte Gott den Ezekiel, was siehst du jetzt? I see an army. Er sagt, ich sehe eine ganze Armee. This is the Israel. Das sind die Israeliten. They said they are completely lost. They have no power. They are completely gone because even their bones have no power. Sie haben gesagt, dass sie völlig verloren sind, dass sie keine Kraft mehr haben, dass sie wie tot sind. But this is how God brought back Israelites. Aber hier siehst du, wie Gott die Israeliten zurückbringt ins Leben. So in spite of all the bad things happen, still God's faithfulness never lost. Also, obwohl alle diese schlimmen Dinge geschehen ist, ist die Treue Gottes nie gewichen. He brought back all the Israelites to Jerusalem. Er hat die ganzen Israeliten zurück nach Jerusalem gebracht. And Jerusalem rebuilt. Jerusalem wurde wieder aufgebaut. Jerusalem temple rebuilt with the 46 years. Und in 46 Jahren wurde der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut. By this time, it is the prophet Haggai, prophet Nehemiah, that was in dieser Zeit gab es dann den Propheten Haggai, Prophet Nehemiah. Now, continue. Let me conclude this family tree of Jesus. Also schließen wir jetzt den Familienstammbaum Jesu ab. Verse 16. In Vers 16. So all these bad things happened in the family tree of Jesus. Also alle diese schlimmen Dinge sind im Familienstammbaum Jesu geschehen. Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary. Dann heißt es in Vers 16, Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Of her was born Jesus, who is called the Messiah. Von ihr wurde Jesus geboren, der Christus genannt wird, der Messias. So Jesus is really a boy, a child born according to the flesh of David. Also Jesus ist wirklich ein Junge, der aus dem Fleisch Davids geboren ist. But in Jesus or in Mary, none of these negative influences of the family tree. Aber in Jesus oder in Maria finden wir keinen von diesen negativen Einflüssen des Familienstammbaums. Why? Warum nicht? That is the plan of salvation of God. Weil das ist eben der Erlösungsplan Gottes. So Jesus is by the birth of Jesus, durch die Geburt Jesu, he sanctified the whole humanity. Durch die Geburt Jesu heiligt er die ganze Menschheit. Do you believe this? Glaubt ihr das?
least when you understood the family tree of Jesus, you must be able to believe this. Also schließlich, wenn ihr wirklich den Familienstammbaum Jesu jetzt versteht, dann müsstet ihr in der Lage sein, das zu glauben. But in spite of that, in the New Testament, he is known as Son of David. Aber trotzdem wird er im Neuen Testament als der Sohn Davids genannt. Brother of that womanizer Solomon. Also der Bruder dieser Frau des Salomo. But in him there is no womanizing. Aber in ihm ist keine Sünde. Are you experiencing that anointing of Jesus? Erfahrt ihr selber diese Salbung Jesu? Ja. Yeah. That is our faith. Das ist unser Glaube. That is the baptism. Das ist Taufe. So in the baptism, we all are become united with the transformed family tree of Jesus. Also in der Taufe sind wir alle vereint oder eins geworden mit dem Familien, mit dem Stammbaum Jesu. You must read very interesting. The family tree according to Luke, none of these women or the sinful persons are not there. Und ihr müsst noch mal einmal lesen den Stammbaum bei Lukas, da findet ihr keine dieser Frauen oder der sündigen Personen. Yeah. Because it is already sanctified. Weil es bei Lukas bereits gereinigt, geheiligt ist. Okay, now let us stand up and sing a song. Lass uns jetzt aufstehen, ein Lied singen. And now we must believe once again. Und noch einmal müssen wir glauben, that whatever bad things happen in our family tree, it is already taken over by Jesus. Alles das, was Schlimmes geschehen ist in unserem eigenen Familienstammbaum, ist bereits von Jesus auf sich genommen. Ich denke, wir beten jetzt gleich Barmherzigkeitsrosenkranz. Ja? Yeah. Yeah. Have the preparation for divine mercy? Or? Oh, okay, yes. Yes. You can do that. Yeah. After that, we will pray divine mercy. Also, das passt ja auch gut. Also, wir singen Nummer 515 und danach. Also, wir singen jetzt 515, danach beten wir dann den Barmherzigkeitsrosenkranz. Genau. Was? Verstehe nicht. Ein Lied und dann den Barmherzigkeitsrosenkranz. So when we pray the Divine Mercy Rosary, recognize His mercy has no limit. Und wenn wir diesen Barmherzigkeitsrosenkranz beten, dann nehmt es wirklich wahr, dass seine Barmherzigkeit grenzenlos ist. Yes, yes. Always the first given to see the defeat and the certain sense.